So, hallo, willkommen zur Algorithmenvorlesung. So, also was haben wir letztes Mal gemacht? Ganz kurzer Rückblick. Wir haben uns um minimale Spannbäume gekümmert und insbesondere haben wir als erstes mal, um Algorithmen für minimale Spannbäume zu entwickeln. Okay, also wir hatten zwei Eigenschaften rausgearbeitet, Schnitt- und Kreiseigenschaft, die wir jeweils in MST-Algorithmen für minimale Spannbäume benutzen können. Und die sagen im Prinzip, wenn wir einen minimalen Spannbaum aufbauen, wann wir welche Kanten dazu nehmen können. Und das haben wir dann gleich mal an zwei Algorithmen sozusagen ausgetestet oder demonstriert. Da gab es zum einen den Yannick-Prim-Algorithmus. Bei dem haben wir die Schnitteigenschaft ausgenutzt, die Kreiseigenschaft nicht. Und das Nette war, der Yannick-Prim-Algorithmus, der war im Prinzip so ähnlich aufgebaut wie Dijkstra, nur mit zwei, drei kleinen Änderungen. Aber das Prinzip war ziemlich ähnlich. Also wir gehen von einem Startknoten aus und gucken dann, über was für Kanten muss ich vom Startknoten ausgehen, damit ich einen minimalen Spannbaum kriege. Okay, und dann haben wir den zweiten Algorithmus angeguckt. Den gucken wir uns auf den nächsten Folien, auf den nächsten zwei Folien nochmal zur Erinnerung an. Aber was heute der erste Punkt auf dem Programm ist, das ist eine geeignete Datenstruktur, um den Kruskal-Algorithmus zu implementieren. Also Kruskal selbst ist ein super einfacher Algorithmus, der braucht aber eine ziemlich, naja, nicht triviale Datenstruktur, um mit seiner Eingabe umzugehen. Und das gucken wir uns heute an. Das ist die Union-Find-Datenstruktur. Die haben wir letztes Mal schon so grob skizziert, was ihr machen soll zumindest. Und heute gucken wir uns Implementierungen davon an. Das führt uns dann als technischer Ausblick oder als technischer Exkurs zu der Ackermann-Funktion. Das ist eine in der theoretischen Informatik ziemlich wichtige Funktion. Und dann sage ich gleich nochmal was dazu, was es mit der auf sich hat. Und dann fangen wir heute schon das nächste Kapitel an, und zwar das Optimierungskapitel. Aber dann gibt es da natürlich nochmal Motivation. Zunächst mal zur Erinnerung. Was ist unser eigentliches Ziel mit dieser Datenstruktur? Das ist Kruskals Algorithmus. Der ist da auch relativ schnell dargestellt. Der ist auf einer halben Folie und selbst da ist er recht schlank. Was tut er eigentlich? Er baut einen minimalen Spannbaum auf, indem er alle Kanten von einem Graphen durchgeht und guckt oder entscheidet, ob die jeweils in dem minimalen Spannbaum ist. Er guckt die Kanten in aufsteigender Reihenfolge der Gewichte an. Und das Wichtige ist, bei jeder Kante muss er entscheiden, ob die Kante jetzt was Neues bringt in gewisser Weise. Was heißt das, was Neues bringt? Ob die Kante zwei Dinge, die vorher nicht verbunden waren, verbindet. Und das ist so zu verstehen: Am Anfang haben wir halt den Graphen noch ohne Kanten, also quasi noch links von dem linken Bild hier in dem Beispiel unten. Da sind A, B, C und D alle nicht verbunden. Es gibt noch gar keine Kante. Und dann fügen wir schrittweise Kanten dazu. Und A, B, C und D sind am Anfang für sich genommen sozusagen triviale Bäume. Also wo jeweils A, B, C und D die Wurzel ist und sonst gibt es nichts. Und dann ist die Frage: Verbinden wir mit jetzt der ersten Kante, die wir angucken, das ist diese Zweierkante, verbinden wir da zwei Dinge, die vorher noch nicht verbunden waren? Die Antwort ist natürlich ja. Da das zwei Komponenten waren von Knoten, Zusammenhangskomponenten, die noch nicht verbunden waren. Und dann gucken wir uns hier, also bei dem Durchlauf, das hatten wir ja auch letztes Mal schon gesehen, die nächste Kante an. Dann stellen wir fest, die bringt uns was Neues. Die verbindet halt die Komponente, die aus B und D besteht, mit der Komponente, die nur aus C besteht. Die Kante von C nach D lassen wir weg, die bringt uns nichts Neues und die letzte fügen wir dazu. Okay, wir brauchen also irgendeine Datenstruktur, die uns zum einen sagt, in welcher Komponente so ein Knoten lebt, also ein Ende von der Kante, die wir gerade angucken, und zum anderen, naja, die Möglichkeit, die Datenstruktur wird ja aktualisiert während des Durchlaufs des Algorithmus, zwei Komponenten zu verbinden. Und okay, jetzt gibt es noch die Korrektheitsfolie, die habe ich auch nochmal wiederholt. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen, nur auf eine Sache. Und zwar interessanterweise benutzt Kruskals Algorithmus die Schnitt- und die Kreiseigenschaft. Jeweils um zu argumentieren, dass man nichts falsch macht, wenn man eine Kante, die was Neues verbindet, dazu nimmt oder eine Kante, die nichts Neues verbindet, weglässt. Okay, aber das nur am Rande, das hatten wir ja letztes Mal schon. So, jetzt zur Union-Find-Datenstruktur. Also schon letztes Mal hatten wir gesagt, die Idee oder sozusagen das Interface, das diese Datenstruktur bieten soll, das soll folgendermaßen sein. Also zunächst mal, wir reden über Komponenten von diesem Graphen oder von der Knotenmenge des Graphen. Und diese Komponenten sind letztlich eine Partition der Knotenmenge.
also Teile von der Partition dieser Knotenmenge. Das sind also einfach diese MI, sind alle Mengen von Knoten. Und die sollen disjunkt sein und zusammen auch die ganze Knotenmenge ergeben, also 1 bis n, die Menge von 1 bis n. In dem Sinne ist es eine Partition. Also das ist nichts anderes als gesagt, dass wir damit eine Partition haben. Und das sind jeweils die Zusammenhangskomponenten, das sind die einzelnen Komponenten, die wir dann später bei Kruskal betrachten und uns fragen, verbindet diese Kante zwei verschiedene Komponenten oder leben beide Enden von der Kante, beide Knoten schon in derselben Komponente? Das ist unser Kriterium, mit dem wir bei Kruskal entscheiden, ob wir die Kante dazu nehmen oder nicht. So, und ein bisschen konkreter, das Interface, das wir haben wollen, das ist eine Datenstruktur UnionFind. Die kriegt als Eingabe nur die Menge der Knoten gesagt und die liefert uns zwei Methoden, nämlich Union und Find, also nicht so spannend die Benennung. Find, vielleicht fange ich mal mit Find an. Find, dem gebe ich einen Knoten oder einen Index i rein und Find gibt mir als Ausgabe letztlich eine Möglichkeit zu entscheiden, ob zwei verschiedene Knoten in derselben Komponente sind und das wird dadurch realisiert, dass ich Find mit einem Knoten aufrufe und Find gibt mir zurück einen eindeutigen Repräsentanten oder Unique Identifier in der Menge, in der Zusammenhangs-, in der Komponente, in der i lebt. Also wenn ich jetzt hier lauter Mengen m1, m2 und so weiter habe und ich rufe Find auf mit irgendeinem Element aus m1 und dann vielleicht noch mit einem anderen Element aus m1, dann wird mir in beiden Fällen derselbe Repräsentant zurückgegeben. Also da gibt es ein spezielles Element in m1 und ein spezielles Element in m2 und so weiter, das jeweils ein ausgezeichneter Repräsentant ist. Welcher ist eigentlich egal? Hauptsache, er ist für alle Elemente der Menge derselbe. Und wie kann ich mit Find Kruskal implementieren? Naja, ich gucke einfach, ob die Kante, also die Enden der Kante, also die beiden Knoten, die die Kante verbindet, ob die denselben Repräsentanten haben. Und das ist äquivalent dazu, dass sie in derselben Komponente leben. Und abhängig davon werde ich halt die Kante hinzufügen zu meinem minimalen Spannbaum oder nicht. Okay, also das ist die Find-Methode. Und dann gibt es noch die Union-Methode. Was macht die Union-Methode? Das ist im Prinzip der Teil, wo ich die Datenstruktur aktualisiere und der sage, was jetzt in Kruskals Algorithmus eigentlich passiert ist. Also Union verändert die Datenstruktur. Find ist nur eine Abfrage. Und zwar, was Union macht. Union kriegt als Eingabe zwei Elemente, also zwei Knoten bei Kruskal. Und was Union dann tut, ist, es verbindet die beiden Mengen, also es vereinigt die beiden Mengen zu einer Menge, zu einer Komponente, in denen i und j stecken. Also wenn i und j in derselben Komponente schon stecken, dann passiert da nichts Spannendes, aber wenn es in unterschiedlichen Komponenten, wenn i und j in unterschiedlichen Komponenten stecken, dann gibt es halt nachher eine Menge weniger, die zwei sind einfach vereinigt. Okay, das ist jetzt das Interface. An der Stelle ist es vielleicht gut, dass wir insofern einen kleinen Schnitt machen, wie wir die realisieren werden, diese Datenstruktur. Das ist jetzt wieder letztlich über so eine Graphenansicht oder über so eine Graphenanschauung. Diese Graphenanschauung hat aber mit Kruskal wiederum nichts zu tun. Deshalb würde ich da jetzt einen kleinen Schnitt machen und Sie fragen, ob Sie mit dieser Datenstruktur, mit dem Interface an sich einverstanden sind, weil ab dann können wir quasi Kruskal auf den Stack legen und für eine Weile einfach Kruskal vergessen und uns nur noch darum kümmern, wie wir diese Datenstruktur realisieren. Okay, also noch Fragen zum Zusammenhang zwischen der Datenstruktur, dass das eine gute Datenstruktur ist, um Kruskal zu realisieren? Okay, gut. Dann würde ich Sie bitten, legen Sie Kruskal den Algorithmus einfach mal kurz auf den Stack. Denn was wir jetzt tun, ist mit einem anderen Graphen letztlich, der mit Kruskal nichts zu tun hat und auch nichts mit unserem ursprünglichen Graphen, außer dass die Knotenmenge dieselbe ist, aber nicht die Kantenmenge, werden wir jetzt versuchen, diese Union-Find-Datenstruktur zu implementieren. Okay. Also was wird die Hauptidee sein, die Grundidee? Die Grundidee ist, wir haben letzten Endes einen neuen Graphen, nämlich diesen Graphen, der am Anfang, also dieselben N-Knoten hat, aber der am Anfang lauter Kanten auf sich selbst hat. Das heißt, das ist jetzt eine explizite Ausnahme von unserer Vereinbarung, dass wir normalerweise bei Graphen keine Self-Loops oder Schleifen haben wollen. Wie wird das realisiert? Im Speicher steht das letzten Endes über so ein Parent-Array drin.
Und am Anfang ist dieses Parent Array so eingerichtet, dass der Vorgängerknoten oder der Elternknoten von jedem Knoten er selbst ist. Dadurch haben wir solche impliziten Zeiger von jedem Knoten auf sich selber. Was bedeutet das? Also am Anfang ist dadurch realisiert, dass unsere Partition am Anfang von 1 bis n die triviale Partition ist, wo jeder Knoten für sich selbst steht. Und wie wird dann veranschaulicht, dass wir einen Repräsentanten haben? Denn das ist ja das, was unsere Datenstruktur machen soll. Sie soll jedem Knoten einen Repräsentanten geben in derselben Komponente. Und das wird auch über dieses Parent Array gemacht. Die Idee ist, jeder Knoten hat einen Zeiger zu einem anderen Knoten und das geht so lange weiter, bis irgendwann ein Knoten auf sich selbst zeigt. Also bis man, wenn man diesem Parent-Zeiger weiter und weiter folgt, also über den nächsten Knoten und so weiter, dann kommt man irgendwann zu einem Knoten, der auf sich selbst zeigt. Also das wird unsere Datenstruktur so bereitstellen müssen. Und wenn wir da sind, dann ist der Knoten, der auf sich selbst zeigt, das ist der Repräsentant dieser Komponente. Das wird die Idee sein. Das wird noch ein bisschen konkreter auf der nächsten Folie, aber schon mit der grafischen Anschauung können wir Find implementieren. Denn Find ist jetzt die Funktion, die einfach diesem Parent-Zeigern immer weiter folgt. Bei Eingabe von einem Knoten gucken wir, wer ist der Elternknoten und immer so weiter, bis man irgendwann bei einem Knoten ankommt, der auf sich selbst zeigt. Und den geben wir zurück. Das ist unser Elternknoten. Also das ist jetzt hier realisiert durch so eine If-Abfrage. Bei der If-Abfrage wird eigentlich geguckt, sind wir schon da? Und wenn ja, dann geben wir i zurück. Das ist der Repräsentant. Und wenn nicht, dann rufen wir mit so einer Last-Line-Rekursion, rufen wir Find mit dem Elternknoten auf. Aber man könnte das natürlich auch einfach iterativ machen, indem man einfach immer weiter dem Elternknoten folgt, bis Parent von i gleich i ist. Genau, also was ich gerade auch schon informell gesagt habe, das steht jetzt hier nochmal ein bisschen informell, dass die Parent-Referenzen zu den Repräsentanten der jeweiligen Menge oder der jeweiligen Komponente in der Partition führt. Okay. Wir haben noch nicht gesagt, wie wir das aktualisieren, aber am Anfang scheint mal alles in Ordnung zu sein. Das heißt, am Anfang sagen wir, der Parent ist jeweils vom ersten Knoten ist 1, vom zweiten Knoten 2 und so weiter. Also am Anfang ist alles in Ordnung. Am Anfang haben wir noch eine triviale Datenstruktur. Die Herausforderung ist jetzt, dass wir Union auch so bauen, dass diese Eigenschaft, dass ich, wenn ich Parent immer weiter folge, also diesen Parent-Referenzen, dass ich dann bei einem eindeutigen Repräsentanten rauskomme. Okay, und dafür gibt es zwei Methoden, also einmal Union, aber Union ist gar nicht so interessant. Was Union tut, ist, Union ruft Link auf mit den Repräsentanten der Eingaben. Also die Eingaben sind I und J und die Semantik sollte sein, bitte verbinde die Komponenten, in denen I und J stecken jeweils. Und wie das passiert ist, wir finden erstmal einen Repräsentanten von I und J. Also das muss man natürlich nicht zweimal ausrechnen, das steht jetzt hier zweimal ausgerechnet, weil es damit es in eine Zeile passt. Man kann das natürlich erstmal in der Hilfsvariablen speichern, damit man nicht zweimal oder damit man nicht insgesamt viermal Find aufruft. Man guckt erstmal, was ist der Repräsentant von i, was von j. Wenn die gleich sind, dann muss ich nichts machen. Dann sind die Mengen schon dieselben, die Komponenten. Dann sind i und j schon in derselben Komponente. Und ansonsten rufe ich link auf, das ist da, wo die eigentliche Arbeit passiert, wobei das jetzt auch ziemlich trivial ist in dem Fall. Also dann rufe ich link auf mit den Repräsentanten. Okay, und was passiert in link? In link passiert eigentlich auch nicht viel. Da wird einfach der Vorgänger von i, das ist der Repräsentant von der ersten Eingabe von Union. Ja? Also dieser Repräsentant, der hat, da es ein Repräsentant ist, hat er sich selbst als Vorgänger. Aber dem erzähle ich jetzt, pass auf, dein neuer Vorgänger, der ist j. Das heißt, ich hänge, so wie es hier in dem Bild rechts steht, ich hänge diese zwei, man kann sich es jetzt als Bäume vorstellen, die eine Wurzel i und eine Wurzel j haben. Und da hänge ich einfach den Baum, wo i der Repräsentant ist, den hänge ich einfach bei dem j-Baum ein, als zusätzlichen Vorgänger von dem Wurzelknoten j. Also bei j hat sich selbst nichts geändert, sondern der hat jetzt nur einen weiteren Vorgänger. So, ist damit die Invariante irgendwie erfüllt oder verletzt? Also sie ist erfüllt, denn diese
wenn ich Parent immer weiter folge, dann lande ich jetzt bei allen Knoten in diesem I-Baum und bei allen Knoten in diesem J-Baum lande ich in beiden Fällen bei J. Das heißt, beim selben Repräsentanten. Und dadurch sind jetzt die beiden Mengen, die dadurch implizit definiert sind, auch vereinigt. Okay, Fragen dazu? Also nochmal, hier passiert irgendwas auch mit Bäumen und Kanten und Knoten und so, aber das hat nichts mit Kruskal zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass wir diese Datenstruktur jetzt implementieren wollen. Also dieses Parent-Feld hat nichts zu tun mit dem, was bei Kruskal passiert. Okay, gut. Ist das eine gute Idee oder kann man das irgendwie besser machen? Also im Prinzip ist es so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, nicht so richtig gut. Das Positive ist, Union geht schnell. Union braucht halt nur diese eine Umhängeoperation bei Link. Und okay, man muss vorher die Repräsentanten finden, aber Union, also gut, das stimmt eigentlich auch, so wie es da steht, gar nicht. Also Union selbst, das sollte ich vielleicht ändern oder eindeutig machen, Union selbst, wenn ich von den Feind-Aufrufen absehe, braucht konstante Zeit. Diese Feind-Aufrufe selbst sind das Problem, also die Repräsentanten finden. Und das passiert natürlich bei Union. Also eigentlich sollte hier vielleicht eher stehen Link. Wenn ich erstmal einen Repräsentanten oder beide Repräsentanten gefunden habe von beiden Teilkomponenten, die ich vereinigen möchte, dann geht Union super schnell. Ich mache halt ein Referenz-Update. Das Problem ist, um diese Repräsentanten zu finden und auch generell, um mit Feind Repräsentanten zu finden, das kann sehr lange dauern. Also im ungünstigsten Fall, wenn man halt so eine unglückliche Folge von Union-Operationen hat, die halt sozusagen immer in der falschen Reihenfolge da oder in der unglücklichen Reihenfolge diese Bäume umhängen, dann kann ich zu so einer Situation kommen, wo halt diese Parent, also die Folge von diese Kette hier, dieser Pfad von I bis zu dem Repräsentantenknoten lineare Länge hat, also linear in der Anzahl der Knoten, die überhaupt im Graphen sind. Weil was passiert? Ich hänge halt immer wieder einen trivialen Baum an einen Baum, quasi an ein Element dran, was vorher schon eine lineare Länge hatte. Nee, Moment, andersrum. Ich hänge den Repräsentanten von etwas, was vorher schon lineare Länge hatte, an einen trivialen Baum dran. Und dann kriege ich insgesamt eine lineare Länge. Okay, also da ist auch, man muss sich jetzt nicht wundern, da ist ja auch nicht viel, was in diesem Union passiert. Jetzt könnte man hoffen, wenn man Union vielleicht ein bisschen intelligenter macht und mehr tut, als nur diese Pfade umzuhängen, dann kann man vielleicht auch bei Feind Abkürzungen finden. Ja. Also man kann bei Feind Abkürzungen finden. Okay, und dazu gibt es zwei Ideen, oder ich stelle hier zwei Ideen vor. Die erste Idee ist Pfadkompression. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir Feind aufrufen, dann wären wir auf dem Weg von dem eigentlichen Knoten, wo wir losgehen, zu dem Repräsentanten, da folgen wir immer diesen Parent-Referenzen, da werden wir uns auf dem Weg dahin merken, wo wir hergekommen sind und anschließend allen Knoten auf dem Weg von dem Input-Knoten I bis zum Repräsentanten I', da werden wir allen Knoten Bescheid sagen, dass der Vorgänger ab jetzt I' ist. Also die werden wir alle direkt verlinken mit dem Repräsentanten. Also vorher war das vielleicht so eine ungünstige Kette und nachher ist es so ein, nachher ist es dann sozusagen ein viel breiterer Baum. Der Wurzelknoten, also dieser Repräsentant, hat auf einmal ganz viele Vorgänger. Das tun wir jedes Mal dann, wenn wir Feind aufrufen. Und da kann man sich jetzt auch überlegen, okay, es kann immer noch zu ungünstigen Aufrufen von Feind kommen, wenn vorher halt auf ungünstige Weise ganz oft Union aufgerufen wurde. Aber wenn wir dann zum ersten Mal Feind aufrufen, dann werden diese Probleme bereinigt. Und das erste Mal Feind ist dann teuer, aber dann haben wir sozusagen aufgeräumt und ab dann wird es beim nächsten Mal Feind viel günstiger. Ab dann wissen halt alle Knoten auf dem Weg hier, wer der Vorgänger ist oder wer der Repräsentant ist direkt.
Okay, also ein Problem ist jetzt noch, man sieht das hier, vorher war das eine Last-Line-Rekursion bei Find. Jetzt ist es keine Last-Line-Rekursion mehr, sondern das muss man jetzt, also wenn man es nicht mit Rekursion haben möchte, muss man das halt irgendwie anders lösen und sich so eine Liste oder einen Stapel oder irgendwas merken von Knoten, denen man noch Bescheid sagen soll, was denn eigentlich der Repräsentant ist. Den muss man ja erst noch rausfinden. Und auf dem Weg zu dem Repräsentanten sammelt man halt so ein paar Dinge auf, ein paar Knoten auf, denen man da Bescheid sagen muss. Okay, also das ist eine Möglichkeit, das effizienter zu gestalten und diese Find-Aufrufe schneller hinzukriegen. Ich würde gerne noch eine zweite vorstellen, also was für eine Komplexität die hat, dazu gleich mehr. Aber vorher würde ich gerne noch eine andere Methode vorstellen, die in gewisser Weise noch ein bisschen bessere Garantien bietet. Und das ist Union by Rank. Also wie gesagt, es geht ja die ganze Zeit darum, dass wir versuchen, diese Pfade von irgendeinem Knoten zu seinem Repräsentanten möglichst kurz zu halten. Und hier ist eine Möglichkeit, das zu tun. Wir ordnen einfach jedem Knoten oder jedem Repräsentanten, genauer gesagt, oder jeder von diesen Komponenten, je nachdem, wie man möchte, ordnen wir einen Rang zu. Was ist ein Rang? Ein Rang ist einfach eine Zahl zwischen 0 und log n. Also eine natürliche Zahl. Das sollte dann log n aufgerundet sein. Also der Zweierlogarithmus von n aufgerundet. Und am Anfang ist der 0, dieser Rang. Was passiert? In gewisser Weise gibt der Rang an, wie viele Elemente, wie viele Knoten sich unter diesem oder in dieser Komponente befinden. Aber so, dass der Rang halt nur der Logarithmus davon ist, also der Logarithmus der Anzahl der Elemente, die sich unter diesem Knoten befinden. Das heißt, ein größerer Rang bedeutet, das ist in gewisser Weise eine größere Komponente oder ein größerer Teilbaum. Und diese Link-Methode, also das, was von Union aufgerufen wird mit zwei Repräsentanten, wo die jeweiligen Mengen vereinigt werden sollen, die Komponenten, Link guckt sich jetzt als erstes mal den Rang an der beiden Teilbäume, die da vereinigt werden sollen oder der beiden Komponenten, um zu entscheiden, wer denn jetzt wo eingehängt werden sollte. Also was wir tun ist, wir versuchen, den kleineren Teilbaum bei dem größeren einzuhängen und nicht umgekehrt. Warum? Wenn wir irgendetwas woanders einhängen, bedeutet das, dass das, was wir einhängen, jetzt einen zusätzlichen Hop hat zu dem neuen Repräsentanten. Da ändert sich der Repräsentant und also alle Wege von vorher sind jetzt sozusagen einen Schritt länger, nämlich zum neuen Repräsentanten, vom alten Repräsentanten über den alten Repräsentanten zum neuen. Das heißt, wir sollten den Teilbaum, der kleinere Wege bereitstellt, bei dem der größere Wege bereitstellt, einhängen. Und dann gehen auch keine Garantien verloren. Okay, also was bedeutet das formal? Wir gucken uns das an. Wenn der Rang von i kleiner dem Rang von j ist, das wäre der Fall, der hier rechts eingezeichnet ist, da ist der Rang von i 2, der Rang von j 3, dann hängen wir i bei j ein. Also wir sagen i Bescheid, dass der neue Repräsentant von allem, was unter i ist, ab jetzt j ist. Also Sie sehen es hier auch auf dem Bild. Und die Intuition ist jetzt, dass alle Wege von Dingen in diesem J-Baum natürlich immer noch Länge höchstens 3 haben zum Repräsentanten. Aber alles, was im I-Baum ist, hatte vorher eine Weglänge von höchstens 2 bis zu i. Das heißt, hat jetzt eine Weglänge von höchstens 3 bis zu j. Weil wir haben jetzt einen Schritt sozusagen dazugefügt. Das bedeutet, der Rang von dem, was da rauskommt, also der Komponente, bei der j der neue Repräsentant ist, da haben sich die Garantien nicht verändert. Also ist immer noch die Garantie, es gibt drei Schritte bis zum Repräsentanten und das hat sich nicht geändert. Das heißt, wir können den Rang dann so lassen. So, was sind die anderen Möglichkeiten? Wenn der Rang von i größer als der Rang von j ist, naja, in dem Fall können wir eigentlich das Umgekehrte machen. Also dann machen wir das halt nur mit vertauschen i und j. Da hängen wir wieder den kleineren Teilbaum beim größeren Teilbaum ein. Und das tun wir, indem wir Parent von j auf i setzen. Das ist halt jetzt einfach die umgekehrte Situation. Es gibt jetzt aber noch einen interessanten Spezialfall. Und der Spezialfall ist, was ist denn, wenn die beiden Ränge gleich sind?
Also das ist der unter, also rechts unten ist das Beispiel, wo der Rang von i und der Rang von j in beiden Fällen 2 ist. So, was passiert? Was jetzt ein bisschen blöd ist, ist, wir haben jetzt zwei gleich große Teilbäume und je nachdem, welchen wir bei dem anderen einhängen, kann es sein, dass auf einmal Wege länger werden. Also vorher war die Garantie zum Beispiel, wenn wir das so machen, wie es hier eingezeichnet ist, das ist auch das, was im Code passiert, wenn wir j bei i einhängen, dann sind auf einmal die Garantien, die wir für Knoten aus j haben, schlechter als vorher. Also nicht nur das, sondern sie sind auch schlechter als die Garantien für alles, was in i ist. Also es gibt jetzt keinen größeren Teilbaum, sondern jetzt, was passiert ist, dass sich tatsächlich jetzt der Rang von dem neuen Teilbaum geändert hat. Der ist jetzt auf einmal 1 größer geworden. Also hier in dem Beispiel ist er jetzt 3. Und das sagen wir einfach diesem Rank-Feld. Das heißt, hier müssen wir die Komponente, den Rang von i erhöhen, von dem, was da rauskommt. Okay, vielleicht noch ein bisschen genauer, was ist da in der Analyse, was passiert da in der Analyse? Also es gibt zwei Dinge, wie man sich das vorstellen kann mit dem Rang, was für eine Bedeutung der hat. Die eine Invariante ist, der Pfad von einem jedem Element, der ist bis zu seinem Repräsentanten, der hat die Länge höchstens, wie dieser Rang ist. Und das kann man jetzt verifizieren. Am Anfang gibt es nur triviale Komponenten, da sind wir immer schon da, da ist der Pfad, hat die Länge 0. Da stimmt es. Und das können wir auch jetzt anhand dieser Operationen hier verfolgen. Also wenn vorher hier Rang 2 war und da war der Rang 3 bei J, dann wird nachher halt der Weg von allem, was in der neuen Komponente ist, bis zu seinem Repräsentanten höchstens 3 sein. Und so kann man das in den anderen Fällen auch nachvollziehen. Wie gesagt, das Interessanteste ist vielleicht das, was passiert, wenn der Rang von I und J gleich ist. Dann ändert sich halt wirklich diese Garantie, dann wird es ein bisschen schlechter. Und die zweite Eigenschaft ist, der Repräsentant hat immer eine Mindestanzahl von Elementen oder von Knoten unter sich. Das heißt, genauer gesagt, die Menge, in der Repräsentant ist, da wird der Repräsentant dann mitgezählt, hat die Größe mindestens 2 hoch der Rang. Okay, und wie kann man das nachvollziehen? Das sind Datenstrukturinvarianten und die kann man halt, man kann halt nachvollziehen, dass sich die bei Link nicht verändern. Also man geht dann wieder die Fälle durch und guckt, okay, also zunächst mal guckt man am Anfang, gilt es am Anfang, der Rang ist überall 0 und die Aussage ist, in jeder dieser Mengen, die Kardinalität 1 haben jeweils, sind mindestens 2 hoch 0, also 2 hoch Rang, 2 hoch 0 gleich 1 Elemente drin. Das passt. Okay, das war nicht spannend. Und dann kann man sich überlegen, dass hier sich in dem Fall, wenn der Rang echt größer oder echt kleiner ist, da ändern sich ja die Ränge der Komponenten nicht. Und wir fügen nur zu einer Komponente noch Elemente dazu. Da wird also die Invariante, wenn sie vorher nicht verletzt war, auf jeden Fall nachher auch nicht verletzt sein. Und der interessante Fall ist wieder der, wo die Ränge gleich sind, denn da erhöhen wir den Rang von dem, was da rauskommt. Wenn wir den Rang erhöhen, dann geben wir in dem Sinne dieser Invariante natürlich auch bessere Garantien. Dann sagen wir, diese Mengen haben die Größe mindestens 2 hoch Rang von x und das ist jetzt auf einmal gewachsen. Die gute Nachricht ist aber, wenn wir zwei solche Komponenten vereinigen, die beide den gleichen Rang haben, dann haben die beide 2 hoch Rang viele Elemente, viele Knoten oder noch mehr womöglich. Wenn ich die dann vereinige, dann hat das, was rauskommt, natürlich auch mindestens 2-mal 2 hoch Rang viele, also 2 hoch alter Rang viele Elemente. Und dann ist es okay und legitim, dass wir den Rang dann erhöhen. Okay, also diese zweite Invariante ist auch immer erhalten, oder die bleibt erhalten. Was daraus folgt ist, naja, Feind braucht höchstens Zeit O von log n. Warum? Was immer da passieren kann, kann höchstens n Knoten haben. Also wir haben ja nur diese n Knoten. Und das heißt, wir gucken uns diese Komponenten an. Eine Komponente kann nie mehr als n Elemente haben. Dann wäre es nämlich sozusagen der ganze Graph. Also dann wäre alles verbunden. Aber wenn wir, das heißt, der Rang kann mit anderen Worten auch höchstens log n sein. Das ist, was diese zweite Invariante sagt. Wenn der Rang aber höchstens log n ist,
dann wird es auch nur der Pfad bis zum Repräsentanten höchstens die Länge, naja, log n haben, also Rang von diesem Repräsentanten oder von dieser Menge. Und jeder einzelne Schritt auf dem Weg zum Repräsentanten braucht konstante Zeit. Das heißt, Feind braucht nur Zeit logarithmisch in n. Und das ist eine gute Nachricht. Vorher gab es halt, um den Repräsentanten rauszufinden durch Feind, da konnte das bis zu O von n viele Schritte dauern. Und jetzt auf einmal haben wir das auf logarithmisch reduziert. Also gute Nachrichten. So, dann noch kurz was zur Analyse dieser Pfadkompression. Da kann man was, naja, asymptotisch vielleicht Schlechteres zeigen, nämlich, dass der Feind auch nur O von log n viele Schritte braucht, aber halt nur amortisiert. Es gibt manchmal schlechte Fälle, also schlechte Fälle, wo wir halt durch Link- oder Union-Operationen unglücklich Dinge zusammengebaut haben. Aber sobald wir einmal so einen ungünstigen Fall hatten, ist er durch diese Pfadkompression dann repariert in gewisser Weise, da wir jetzt alles aktualisiert haben auf den Repräsentanten, wenn Sie sich erinnern, vor zwei Folien, was da passiert ist. Okay, den Beweis machen wir nicht. Wir machen aber noch eine interessante Aussage. Und zwar kann man sich jetzt fragen, was passiert denn, wenn ich die beiden kombiniere, also Pfadkompression und diese Rang, also diese Union by Rank Methode hier. Okay, und dazu machen wir einen kleinen Ausflug. Zum einen, weil da so ein technisches Hilfsmittel vorgestellt wird, über das Sie ohnehin noch, ich wollte fast sagen stolpern werden, das hoffe ich natürlich nicht, aber auf das Sie auf jeden Fall auch noch stoßen werden im nächsten Semester. Und weil es auch ein Beispiel ist für eine leicht schräge Aussage aus der theoretischen Informatik. Okay, also was tun wir? Wir implementieren diese Union-Find-Datenstruktur mit Pfadkompression und mit Union by Rank. Also diese beiden Methoden von gerade eben, sich den Rang merken und aktualisieren und gleichzeitig jedes Mal bei einem Feindaufruf allen Zwischenknoten Bescheid sagen, was jetzt der eigentliche Repräsentant ist. Wenn wir das beides zusammen machen und verbinden, dann kriegt man was, was ziemlich gut in der Laufzeit ist. Was bedeutet das? Also m mal Feind und n mal Link, das ist also, Sie sehen, das ist auch so eine amortisierte Aussage. Da wird nicht gesagt, was eine einzelne Operation braucht, sondern nur, was die Gesamtlaufzeit dieser Operationen ist. Brauchen Zeit m mal und dann kommt da so ein Alpha t von m und n. Also O von dem Ganzen natürlich. Und die Behauptung ist, das ist ziemlich nah an O von m. Also O von m wie Martha. Dieses Alpha t ist, also es ist nicht wirklich konstant. Als Funktion, je nachdem wie man m und n belegt, ist es eine Funktion, die wächst nicht beschränkt, aber die ist so nah an konstant, das werden wir uns jetzt angucken, wie nah an konstant die wirklich ist. Also die Idee ist, dieses Alpha ist fast konstant. Was ist das Alpha? Das Alpha ist im Prinzip die inverse Ackermann-Funktion. Dieses A ist das, was man Ackermann-Funktion nennt, und das ist ein Beispiel für eine Funktion, die sehr, sehr schnell wächst. Also dieses Ackermann, das ist hier unten dargestellt, was die Regeln zum Ackermann-Funktion berechnen ist. Und was ist dieses Alpha? Das ist in dem Sinne die Inverse von Ackermann, dass wir einfach sagen, das ist das kleinste i, so dass a von i und dann irgendwie so ein schräger zweiter Parameter größer gleich log n sind. Okay, also invers. Es gibt vielleicht natürlichere Inverse von der Ackermann-Funktion oder man kann sich natürlichere Dinge vorstellen. Aber Sie sehen schon, es ist eine bestimmte Eingabe für die Ackermann-Funktion, sodass was Bestimmtes gilt. So, jetzt kann man sich da unten die Regeln angucken und dann ist noch nicht so ganz klar, was genau da passiert. Vielleicht noch ein Wort zur Ackermann-Funktion, was die Relevanz von der Ackermann-Funktion überhaupt ist. Die hat sich jemand ausgedacht, um eine Funktion zu beschreiben, die sehr, sehr schnell wächst. Und damit ist natürlich das Inverse dann auch etwas, das sehr, sehr langsam wächst. Also Sie fragen sich ja beim Inversen, was ist die Ackermann-Eingabe, sodass die Ackermann-Funktion größer gleich ein bestimmter Wert ist. Und das wächst, wie gesagt, sehr, sehr langsam. Die Bedeutung ist zum Beispiel, dass man zeigen kann, Sie können zwar diese Ackermann-Funktion mit zum Beispiel mit einer Turing-Maschine berechnen,
Die ist aber nicht primitiv rekursiv berechenbar. Das heißt, es gibt schwächere Berechnungsmodelle und die Ackermann-Funktion ist eine Möglichkeit, diese schwächeren Berechnungsmodelle, wo sie halt nicht alles machen können, was sie mit einer Turing-Maschine machen können, sondern halt, das ist wie wenn ich in C sozusagen in der Programmiersprache ein paar Operationen wegnehme, was sie dann machen können, ist halt echt weniger. Und die Ackermann-Funktion ist so ein trennendes Beispiel. Das kann man halt mit einer schwächeren Turing-Maschine sozusagen nicht berechnen oder mit einer abgeschwächten. Das kann man aber sehr wohl mit einer normalen Turing-Maschine oder mit einem While-Programm, da gibt es äquivalente Begriffe von Berechenbarkeit, berechnen. Also insofern ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, in einem gewissen Berechnungsmodell sind einige Funktionen einfach zu groß, um sie zu berechnen. Okay, und was heißt das genau? Also, hier steht, Alpha t wächst halt schneller, also ist nicht konstant, wächst unbeschränkt, aber ist kleiner gleich 5 für alle physikalisch denkbaren nm. Was heißt physikalisch denkbar? Die Anzahl der Atome in unserem Universum zum Beispiel. Also wenn Sie irgendwas konstruieren wollen, das größere Graphen oder größere Eingaben n und m produziert, sodass irgendwas Größeres rauskommt bei Alpha als 5, dann müssen Sie schon anbauen. Okay, jetzt noch ein bisschen ein Wort dazu, was bedeutet, dass diese Ackermann-Funktion schnell wächst. Oben sind nochmal die drei Regeln, nach denen die definiert ist, hingeschrieben. Und dann können wir uns mal angucken, für kleine Beispiele, was jetzt passiert, wenn wir das einsetzen. Okay, also a von 2,1, da können wir die zweite Regel drauf anwenden und sehen, dass das a von 1,2 ist. Das ist 2 hoch 2, das ist 4, das ist nicht so spannend. Das scheint noch nicht so schlimm zu sein. Wenn wir jetzt a von 2,2 einsetzen, dann können wir die dritte Regel erstmal anwenden, finden raus, dass das a von i minus 1, in dem Fall also von 1, und a von 2,1 ist. Und a von 2,1 haben wir gerade schon ausgerechnet. Das heißt, das ist jetzt, wenn wir die erste Regel verwenden, 2 hoch a von 2,1, also 2 hoch 2 hoch 2. Also im Exponenten steht dann a von 2,1, also 2 hoch 2. Okay. Analog können wir das machen, wenn wir a von 2,3 ausrechnen und a von 2,4. Das ist dann jeweils, wenn wir die dritte Regel anwenden, dann können wir die erste Eingabe um 1 erniedrigen, also von 2 auf 1, und haben als Preis gezahlt, dass wir in die zweite Komponente im Wesentlichen eine Ackermann-Auswertung einsetzen. Und wenn man das macht, dann kommt man auf immer größere Türmchen von Zweiern. Okay. Jetzt kann man sagen, naja gut, das wächst zwar schon stark, aber vielleicht noch nicht so super stark. Und richtig schlimm wird es dann erst, wenn man die erste Eingabe der Ackermann-Funktion immer weiter erhöht. Dann haben wir nämlich, fangen wir an mit A3,1, dann können wir die erste wieder, die erste Eingabe der Ackermann-Funktion können wir wieder um 1 erniedrigen und haben dafür in der zweiten Komponente was Größeres, das ist jetzt die zweite Regel. Das ist noch nicht so tragisch, 2 hoch 2 hoch 2. Und a von 3,2 wird dann aber schon kriminell. Also jetzt haben wir zunächst mal einmal erniedrigt die erste Eingabe, können dafür die Ackermann-Funktion in der zweiten Eingabe einsetzen und a von 3,1 haben wir schon berechnet. Und was da rauskommt, ist also a von 2, und dann 16, wenn wir einfach das einsetzen. So, a von 2,16, da müssen wir jetzt schon, wenn wir hier oben nochmal gucken, was wir schon ausgerechnet haben, das ist ein Türmchen mit, okay, jetzt 16, 17, also o von 16, Zweien sozusagen, Türmchen der Höhe ungefähr 16. Und da überlegt man dann schon, wenn man das jetzt hinschreiben würde als irgendwie eine Dezimalzahl, wie viele Stellen wären das? Das sind schon eine, also das mag ich mich jetzt nicht abzuschätzen. Okay, und dann a4,1, das ist dasselbe wie A3,2, ist also genau derselbe Wert. Und wenn man halt diese erste Komponente immer größer macht, dann sehen Sie, dass in der zweiten Komponente dann auf einmal ganz stark anwachsende Werte eingesetzt werden und auf einmal wächst die Funktion super stark. Okay, also was das aussagen soll letztlich ist, das was hier steht als Garantie, als Laufzeitgarantie für Union by Rank,
das ist, naja, fast linear in m, also fast O von m mal noch irgendeine Konstante. Nicht ganz, aber wie gesagt, in dem Sinne, dass es das Inverse von der Ackermann-Funktion ist, was da noch dranhängt, fast. Und wie gesagt, wir haben das mit der Ackermann-Funktion noch ein bisschen genauer angeguckt, einfach weil die werden sie auch nochmal, die wird Ihnen nochmal begegnen. Zur Information, es gibt auch noch Funktionen, die wachsen noch viel stärker als die Ackermann-Funktion. Sie können natürlich Ihre eigene Definition definieren, Ihre eigene Funktion definieren, als irgendwie Ihre Funktion ist 2 hoch die Ackermann-Funktion, aber man kann da noch qualitativ viel mehr machen. Und dann gibt es Funktionen, die können noch nicht mal von der Turing-Maschine berechnet werden. Also die sind zwar wohl definiert, aber die sind einfach so groß, dass sie einfach nicht berechnet werden können. Von keinem Programm und von keiner Turing-Maschine. Das kommt dann alles im dritten Semester bei den theoretischen Grundbegriffen. Okay. Fragen dazu? Alle weggedöst. Gut, dann gehen wir nochmal wieder zurück. Und jetzt haben wir so ein paar Sachen für diese Union-Find-Datenstruktur entwickelt und auch ein paar Laufzeitgarantien für die gekriegt. Jetzt gehen wir mal zurück und setzen das alles wieder ein. Also jetzt mal ein vollständiger Algorithmus, wie man Kruskal denn implementieren würde mit einer Union-Find-Datenstruktur. Und im Prinzip, so richtig kompliziert ist er immer noch nicht, der Kruskal-Algorithmus. Wir haben halt jetzt hier so eine Union-Find-Datenstruktur. Also das ist dann, das nennen wir mal TC oder Tree Components. Das ist dann letzten Endes genau diese abstrakte Datenstruktur, die wir gerade besprochen haben. Und wir fragen nach dem Sortieren der Kanten in aufsteigender Reihenfolge, wie das bei Kruskal passiert, fragen wir für jede Kante, die uns begegnet, ob die zugehörigen Knoten, die die Kante verbindet, in derselben Komponente sind. Und wenn nicht, dann verbinden wir die Komponenten und sagen, okay, dieses U, V, also diese Kante, die ist jetzt in dem MST drin, den wir aufbauen. Okay, hier steht, Link reicht auch. Also wenn wir das hier berechnet haben, schon die Repräsentanten von U und V, dann kann man sich das merken und die einfach bei Union, also statt Union, kann man dann auch Link nehmen und auf die Repräsentanten anwenden. Also Link war ja nur unsere Hilfsfunktion, die als Eingaben Repräsentanten und nicht irgendwelche Elemente von der jeweiligen Knotenmenge genommen hat. Okay, jetzt kann man sich überlegen, wie lange dauert das? Und dieses Union Find, also diese Union Find Operation, die dauern, wenn man es halt so macht wie gerade beschrieben, dann dauern die im Wesentlichen Zeit O von M mal und dann was sehr Kleines. Also irgendwas, was noch deutlich kleiner ist als Log M. Das bedeutet, das, was hier abläuft, das ist m mal und dann, naja, im Prinzip was fast Konstantes, was hier unten abläuft, also für jede Kante. Und was eigentlich Zeit kostet, das ist der Schritt, in dem wir die Kanten sortieren. Denn am Anfang müssen wir die Kantenmenge ja mal sortieren in aufsteigender Reihenfolge und gehen die dann halt in aufsteigender Reihenfolge des Gewichts einfach ab und fragen uns, ist diese Kante jetzt im MST, die nächste und so weiter. Das heißt, das eigentlich Problematische und das, was zu der Laufzeit führt, ist der Sortierschritt. Das kann man schneller machen, wenn man zum Beispiel einen schnelleren Sortieralgorithmus hat. Also wir hatten ja verschiedene Sortieralgorithmen betrachtet und einige davon, zum Beispiel für ganzzahlige Kantengewichte, wenn die Zahlen nicht zu groß sind, die laufen dann auch in Zeit O von M. Also wie gesagt, je nachdem, was für Gewichte man da hat. Gut, das war der Kruskal-Algorithmus. Was man noch über den sagen kann, ist, was sehr Schönes ist, er braucht gar keine spezielle Eingabeform. Er kann wirklich die Liste der Kanten nehmen und er braucht jetzt nicht irgendwie eine Adjazenzmatrix oder irgendwie eine andere Form von Darstellung dieses Graphen oder dieser Kantenmenge, die irgendwie günstig ist, sondern es reicht einfach eine Liste der Kanten mit Gewichten. Das ist also einer der wenigen Algorithmen, die gar keine besonderen Annahmen über die Eingabe oder die Repräsentation der Eingabe machen. Gut, und das Letzte, also ich habe es schon zweimal gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal, weil es wirklich wichtig ist. Das, was wir in Union Find da hatten, das hatte auch mit Graphen zu tun, wir haben da von Bäumen geredet, aber das hat nichts damit zu tun, was bei Kruskal passiert. Also das ist nicht derselbe Graph. Ne? Also wir bauen da quasi unseren eigenen Graphen auf, der irgendwelche Blöcke in Partitionen oder Mengen repräsentiert von Knoten. Aber
Das sind dann andere Bäume oder sogar gewurzelte Bäume als die, die bei Kruskal tatsächlich auftreten. Also bitte nicht verwechseln. Gut. Genau, noch ein Beispiel dazu. So wie Kruskal mit der Union-Find-Datenstruktur, die wir gerade hatten, mit Pfadkompression und mit Union-by-Rank funktioniert. Das ist dasselbe Beispiel wie am Anfang. Es ist nicht. Es ist eins mit vertauschten Kantengewichten, wie ich gerade sehe. Genau, damit man besser demonstrieren kann, was passiert, wenn wir zwei Teilkomponenten zusammenlinken, die denselben Rang haben. Also, was steht hier? Also, in der oberen Zeile dieser Tabelle unten, da stehen immer die jeweiligen Ränge. Und die untere Zeile, das sind die Zeiger, die das Parent Array darstellen. Also was passiert? Wir sind jetzt hier schon nach dem ersten Schritt ganz links. Und was ist in dem ersten Schritt passiert? Wir haben eine Find-Abfrage für die Knoten 2 und 4 gemacht, um da einen Repräsentanten zu finden. Da ist noch nichts passiert. Der Repräsentant war dann jeweils 2 oder 4. Die standen ja noch für sich. Und dann, das Wichtige ist, wir haben aber jetzt eine Link-Operation gemacht für 2 und 4, weil Kruskal der Meinung war, okay, diese Kante bringt uns was, die wollen wir im MST haben und diese zugehörigen Teilkomponenten, die vereinigen wir jetzt. Und das ist der Grund, weshalb jetzt bei 2 ein Pointer oder eine Referenz zu 4 ist. Das heißt, 4 ist der Repräsentant und 2 ist einfach ein weiterer Knoten in der Komponente 2, 4. Okay, also blau bedeutet, also in dieser Tabelle von Rängen bedeutet blau, da steht nicht der Rang drin, sondern der Rang steht immer nur in dem Rangfeld von dem Repräsentanten drin. Das wäre dann bei 4 wäre das jetzt auf einmal 1. Warum? Was hat sich hier getan? Also wir haben den Rang erhöht, weil wir 2 Komponenten mit demselben Rang, nämlich am Anfang 0, vereinigt haben. Okay, was passiert als nächstes? Wir gucken uns die Kante 3 an, stellen auch fest, die bringt uns was, also die Kante von 1 zu 3 mit dem Gewicht 3. Und dann wird hier ein bisschen aktualisiert, dann vereinigen wir also diese Komponente 1 mit der Komponente 3. Und da haben wir dann im Prinzip das Analoge, was da passiert. 1 ist jetzt der neue Repräsentant, oder 1 ist der Repräsentant, und 3 zeigt jetzt auf 1. Und der Rang ist da in beiden Fällen 1, also für beide Komponenten 1, 3 und 2, 4. Und im nächsten Schritt gucken wir uns dann die Kante zwischen 3 und 4 an und dann werden jetzt 2 Komponenten vereinigt, die denselben Rang haben, also die einen Rang 1 jeweils haben. Und was da passiert ist, wir kriegen eine neue Komponente mit Rang 2 und der Repräsentant ist jetzt 4. Also einige Wahlen, wer jetzt der neue Repräsentant ist, die sind dann natürlich auch abhängig von dem Aufruf, in welcher Reihenfolge die Kanten aufgerufen werden oder in welcher Reihenfolge die Knoten in den Kanten drinstehen. Und dann ist also 4 der neue Repräsentant und alles andere zeigt jetzt direkt oder indirekt auf 4. Vorher hat halt 3 als Repräsentant der Struktur, die gerade eingehängt wurde, 3 hat auf 1 gezeigt und hier haben wir halt so immer noch eine Verzeigerung, die indirekt ist. Also 3 zeigt auf 1 und 1 zeigt erst auf den neuen Repräsentanten. Das würde dann bei der nächsten Find-Abfrage repariert werden durch die Komprimierung, also durch die Pfadkompression. Das heißt, in dem letzten Schritt ist noch was passiert, wo auf dem Weg sozusagen was optimiert wurde durch die Pfadkompression. Und dann sehen Sie, dann zeigt alles, also wir haben jetzt schon den MST gefunden, wir haben schon alles, wir haben schon eine einzige Komponente, die alles ist und alles zeigt direkt auf den Repräsentanten DS4. Okay, Fragen zu dem Beispiel von Kruskal und zu UnionFind. Okay, jetzt nähern wir uns auch schon dem Ende von dem Kapitel. Was noch bleibt, ist so ein bisschen zurückzublicken, zu vergleichen und über den Tellerrand zu schauen. Und wir fangen mal an mit einem Rückblick. Und jetzt kann man sich halt fragen, wir haben 2 MST-Algorithmen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Welche ist denn besser? Also Yannick Briem hat die Laufzeit O von, also je nachdem, mit welchen Prioritätslisten wir das implementieren, wenn wir das mit Fibonacci-Heaps oder mit Prioritätslisten von Fibonacci-Heaps implementieren, dann haben wir dann so eine Laufzeit wie O von M plus N mal log N. Also das Wichtige ist, da ist M halt die Anzahl der Kanten, die ist linear. Und deshalb ist es alles asymptotisch ziemlich gut. Insbesondere ist es schnell
wenn die Kantenmenge sehr groß ist, weil m halt nur linear reingeht in die Laufzeit. Kruskal ist gut, wenn m nicht so wichtig ist, weil wir bei Kruskal halt noch dieses m log n, m mal log m haben, also Martha mal log Martha, einfach weil wir diesen Sortierschritt haben. Auf der anderen Seite hat Kruskal auch die Vorteile, wir brauchen halt nur eine Kanten, die Eingabe, die muss nicht irgendwie besonders formatiert sein, sozusagen. Wir brauchen nur eine Kantenliste und wir können, wenn die Kantengewichte ganzzahlig sind, auch von schnelleren Sortierern profitieren, weil der wesentliche Schritt bei Kruskal ist einfach ein Sortieralgorithmus oder ein Durchlauf vom Sortieralgorithmus. Und es gibt auch Verbesserungen von Kruskal, die auch für größere Dichten sozusagen, also für größere Werte von Kanten durch Anzahl der Kanten durch Anzahl der Knoten funktionieren. Okay, also ist wieder so ein Trade-off wie immer eigentlich. Es kommt immer auf die Situation an, was man nehmen sollte. Okay, was gibt es noch? Es gibt noch mehr MST-Algorithmen. Es gibt einen Algorithmus, der auch relativ einfach ist, der ist schon ein bisschen älter. Der hat eine Zeit von O von m mal log n. Also in gewisser Weise so ein Kompromiss aus den beiden Laufzeiten, die wir schon gerade hatten. Also Anzahl der Kanten ist dann nicht linear, aber es kommt nur mal log n drin vor, also Anzahl der Knoten. Und der Algorithmus selbst ist vielleicht gar nicht so super interessant, der ist aber als Baustein in anderen Algorithmen für Laufzeitgarantien interessant. Dann kann man sich darüber Gedanken machen, was man in anderen Modellen, also wenn man nur erwartete Zeit haben will, was man da noch machen kann. Und da kann man tatsächlich erwartet lineare Zeit in M, also das, was man eigentlich haben möchte, in der Anzahl der Kanten, kann man hinkriegen, aber wie gesagt, halt nur erwartet. Jetzt kann man versuchen, diesen erwarteten Algorithmus, der ist auch noch relativ neu, den kann man versuchen, noch ein bisschen zu optimieren, so dass er deterministische Garantien bereitstellt. Also versuchen, den Zufall rauszukriegen. Und dann kriegen sie halt einen sehr komplizierten Algorithmus, der in dieser fast linearen Zeit läuft. Also das ist das, was dabei rauskommt, wenn man von der Laufzeit her, wenn man bei Kruskal schnell sortieren kann, also in konstanter Zeit. Dann dominiert halt dieses m mal und dann eine fast konstante Funktion, die inverse Ackermann-Funktion. Und dann gibt es noch ein, so als Konzept ist das vielleicht auch noch interessant, dann gibt es einen deterministischen Algorithmus, der hat tatsächlich eine ziemlich schlimme Laufzeit, wenn man ihn tatsächlich ausführen würde. Die Konstanten sind riesig, aber man weiß, er ist in gewisser Weise optimal, also zumindest asymptotisch. Und zwar in folgendem Sinne. Angenommen, es gibt einen Algorithmus, der in deterministisch in Zeit O von M läuft. Das ist ein offenes Problem, man weiß es nicht. Gibt es einen MST-Algorithmus, der in Zeit O von Anzahl der Kanten läuft? Aber wenn es einen gibt, dann hat dieser optimale deterministische Algorithmus diese Laufzeit. Also ist insofern ein bisschen lustig. Man kann halt keine Laufzeit von diesem optimalen Algorithmus zeigen, zumindest nicht explizit. Aber in gewisser Weise, wenn es überhaupt einen gibt, der in Linearzeit läuft, dann wird der auch in Linearzeit laufen. Okay, und dann gibt es auch noch Algorithmen, die sind am Institut für theoretische Informatik bei uns entwickelt worden und das sind dann vor allem Parallele und solche, die mit externen Daten überhaupt erst laufen. Also extern bedeutet, ihr Graph ist so riesig oder die Kantenmenge ist so riesig, dass Sie die auf der Festplatte speichern müssen und Sie haben halt da nicht komplett freien Zugriff oder zumindest freier Zugriff dauert sehr lange, sondern es kommt halt darauf an, dass Sie die Daten irgendwie möglichst sparsam abrufen. Und wie gesagt, da gibt es auch Arbeiten am IT. Gut, dann können wir uns noch fragen, was haben wir sonst noch so kennengelernt? Also jetzt die Zusammenfassung, was haben wir über die eigentlichen Algorithmen hinaus noch gelernt? Und vielleicht die wichtigste Eigenschaft ist, wir haben Algorithmen entworfen, ausgehend von zwei strukturellen Eigenschaften, also von der Schnitt- und von der Kreiseigenschaft. Und das kann man auch als Entwurfsmuster bezeichnen oder benutzen, dass man halt erstmal Eigenschaften des Problems rausarbeitet und die dann versucht, gezielt auszunutzen. Wir haben konkrete Beweise für Schnitt- und Kreiseigenschaften gesehen, die halt diese Austauschargumente benutzen. Also wenn es irgendein Objekt gibt, das nicht die gewünschte Eigenschaft hat, dann baue ein neues Objekt, das die Eigenschaft hat, indem du das alte ein bisschen modifizierst.
Okay, und ja gut, wir haben uns noch Modularität natürlich angeguckt für Union Find. Und Modularität hatten wir auch in dem Yannick-Prim-Algorithmus, weil da hatten wir auch als Baustein eine effiziente Datenstruktur für eine Prioritätsliste benutzt. Auch das hatten wir ja schon vorher kennengelernt. Okay, gibt es zu dem Kapitel noch Fragen? Ansonsten wären wir mit dem Kapitel über MST, also minimale Spannbäume, wären wir fertig. Okay, wenn nicht, dann würde ich schon mal ein bisschen motivieren. Huch, nein. Ha, ich habe noch eine Folie vergessen. Ja, ich habe noch eine Folie vergessen. Was haben wir noch gelernt? Okay, Dijkstra sieht aus wie Yannick Prim. Und über Greedy-Algorithmen, die beiden zugrunde liegen, letztlich tu immer das, was im Augenblick am besten erscheint. Da lernen wir auch im nächsten Kapitel noch mal ein bisschen was Formaleres drüber. Also da gibt es noch zwei, drei Folien, die versuchen, Greedy-Algorithmus zu formalisieren. Greedy-Algorithmen, das sind die Algorithmen, die in jedem Schritt tun, was in dem Moment am günstigsten erscheint. Okay, und wir hatten natürlich Union Find kennengelernt. Gut. So, also Optimierung. Nächstes Kapitel, und ich möchte das vielleicht erstmal das Problem ein bisschen motivieren. Hier, also was wir links haben, das ist so ein Überblick über die Themen in dem Kapitel. Und man sieht es jetzt vielleicht nicht so ganz gut, also Blackbox-Löser, lokale Suche und evolutionäre Algorithmen soll, das kann man wirklich schlecht sehen, soll ein bisschen heller sein als der Rest. Das sind einfach die Sachen, die wir uns nicht so genau angucken, sondern wir gucken uns ein bisschen genauer die fetten Sachen oder die schwarzen Sachen an. Okay, warum steht da ein Bild von einem Wanderer in Stein offenbar? Die Motivation ist, das Rucksackproblem, was wir auch als Optimierungsproblem oder als Typ von Problem durch das ganze Kapitel hinweg verwenden werden. Und das Problem ist, Sie haben eine Reihe von Gütern, die Sie über den Berg bringen wollen. Also Sie sind ab jetzt Schmuggler oder wir sind beide Schmuggler. Ich ziehe Sie damit rein. Sie haben eine Reihe von Gegenständen, die haben ein gewisses Gewicht oder eine gewisse Größe und die haben einen gewissen Profit. Und Sie haben einen Rucksack. Wir haben einen Rucksack. Der Rucksack, der hat die Größe 5. Also der Einfachheit halber gibt es jetzt so einfache Größen von 0 bis 5. Und Sie können jetzt entscheiden, welche Objekte Sie über den Berg, über den Pass schmuggeln. Sie haben jetzt verschiedene zur Auswahl. Die Höhe dieser Objekte, die soll sagen, wie groß die sind. Und die Zahl, die da drin steht, ist der Profit. Und die Aufgabe ist, möglichst oder naja, mit der Randbedingung, dass alles in den Rucksack passen muss, möglichst viel Profit zu machen. Das heißt, was wir suchen, ist eine Teilmenge dieser Gegenstände, dass das Gewicht, das ist WI, in der Summe über diese Gegenstände kleiner gleich M, groß M ist, das ist einfach die Größe des Rucksacks. Und gleichzeitig möchten wir, also das ist eine Randbedingung, was ich gerade gesagt habe, und was wir eigentlich möchten, ist, dass wir den Profit maximieren. Also jeder Gegenstand hat auch einen Profit PI und der Gesamtprofit ist einfach die Summe dieser Teilprofite. Okay, das ist das Problem. Und wenn man es ein bisschen formaler ausdrückt, dann gibt es eine Reihe von zulässigen Lösungen. Das sind die, die in den Rucksack passen, mal flapsig gesagt. Und dann gibt es eine Zielfunktion, das ist der Profit, die ich optimieren möchte. Also es gibt viele Lösungen X und das sind alle die, die in L sind. Und zu jeder Lösung X gibt es halt ein F von X, das der Profit ist. Und dieses F von X möchte ich natürlich maximieren. Wir sagen, dass X-Stern eine optimale Lösung ist, falls es mindestens so groß ist wie jedes andere X vom Profit her. Das heißt, falls F von X-Stern größer gleich F von X ist für alle gültigen Lösungen. Okay, wenn man irgendwas minimieren will, dann muss man halt einfach seine Zielfunktion sozusagen mit einem Minus definieren oder irgendwie anders definieren, sodass man halt das als Maximierungsproblem ausdrücken kann. Und das ist insofern ein sehr breites oder fruchtbares Problem, weil es schwer ist. Also das im Allgemeinen zu lösen, das ist NP schwer. Und vielleicht haben Sie es ja schon mal kennengelernt, NP, das sind diese nicht deterministisch polynomiellen Probleme oder anders gesagt, das sind die Probleme, wo wir im Augenblick nicht wissen, wie wir die effizient lösen können,
Und Sie können beliebige Probleme, die in NP liegen, auf Rucksackprobleme abbilden oder auf Varianten des Rucksackproblems. Das heißt, es wäre sehr überraschend, wenn man für dieses Rucksackproblem in seiner Allgemeinheit, also für beliebige Zielfunktionen, also schon für einfache Zielfunktionen tatsächlich, aber für beliebige ganzzahlige Gewichte oder Größen von Gegenständen und Profite, wenn man dafür im Allgemeinen eine Lösung hätte, die einem die optimale Lösung ausrechnet. Gut, was wir uns angucken, das sind Löser, die eigentlich, also wir bilden das Problem ab auf ein anderes Problem, und zwar auf ein lineares Programmierungsproblem. Programmierung hat nichts damit zu tun, irgendwie in Java oder in C zu programmieren, sondern Programmierung ist eigentlich noch ein viel älterer Begriff, wo ich, muss ich sagen, auch gar nicht genau weiß, wo der herkommt, aber es hat auf jeden Fall nichts mit dem, was wir als Coding oder Programmieren bezeichnen, zu tun. Und das ist einfach eine spezielle Art, dieser Programmierung, und zwar eine lineare Programmierung. Das gucken wir uns dann an, wie man das Problem, was wir haben, abbildet auf einen anderen Problemtyp und dann Blackbox einen Löser für diesen anderen Problemtyp nimmt. Das kann man auch mit Aussagenlogik machen, man kann das Problem einfach anders ausdrücken, konvertieren in ein aussagenlogisches Problem und dann einfach einen allgemeinen, generischen Löser für aussagenlogische Probleme verwenden. Okay, das kann man auch verallgemeinern, das nennt man dann Constraint Programming, und das gucken wir uns aber auch nicht im Detail an. Also das ist eine Verallgemeinerung von aussagenlogischen Elementen und dieser linearen Programmierung, die wir noch kennenlernen. Gut. Lineare Programmierung, was ist das? Also man nennt das halt so, das ist ein lineares Programm. Das ist eigentlich eher so eine Aufgabenstellung. Also Programm ist vielleicht ein bisschen missverständlich, hat sich halt historisch so etabliert. Also ein lineares Programm, / Aufgabenstellung mit n Variablen und m Constraints, oder nb heißt Nebenbedingungen, besteht aus einer Kostenfunktion, und zwar f, das ist das, was wir auch optimieren wollen, was wir eben schon hatten, wo wir ein möglichst großes f von x haben wollen. Und das ist aber jetzt von einer speziellen Form, und zwar gibt es da diese Variablen und wir nehmen einfach das innere Produkt von einem festen Kostenvektor, also das würde auch eben noch passen auf dieses Beispiel von dem Rucksackproblem, das innere Produkt von einem Kostenvektor und von dem Lösungsvektor. In unserem Fall wäre der Lösungsvektor sowas wie ein Bitvektor, der sagt, ob wir das ite-Element, also der ite-Eintrag von x, würde das ite-Element, also würde anzeigen, ob das ite-Element mitgenommen wird oder nicht. Okay, und diese Constraints, die sind gegeben als Nebenbedingungen in folgendem Sinne. Wir wollen, dass auch wieder Gleichungen über so ein inneres Produkt gelten, und zwar gibt es da diese AI. Das sind wieder Vektoren und da gibt es ganz viele von. Und wir wollen, dass die Bedingung AI mal X und dann Fliege I, BI gilt. Okay, was ist Fliege I? Das ist einfach ein Platzhalter für kleiner gleich, größer gleich oder gleich. Also tatsächlich, wenn Sie einfach nur geschickt umdefinieren, kann man auch ohne Beschränkung der Allgemeinheit hier kleiner gleich setzen. Gleich ist nicht ohne Beschränkung der Allgemeinheit, aber kleiner gleich schon. Also Sie können ja sowas haben wie AI mal X kleiner gleich BI, also BI ist eine rechte Seite, ein Skalar, ein reeller Wert. Und AI sind lauter Vektoren und davon haben Sie einige. Also Sie haben da A1 bis AM und B1 bis BM. Und das definiert eine Lösungsmenge, die aus allen Vektoren X besteht, die diese Nebenbedingungen erfüllen. Und wir wollen, okay, wir wollen nicht negative X haben. Und auf diese Weise kann man ziemlich viel ausdrücken. Da gucken wir uns gleich nochmal an, wie man konkret das Rucksackproblem ausdrücken würde. Aber zunächst mal in der Allgemeinheit kann man sich das so vorstellen, dass diese Nebenbedingungen jeweils definieren, was überhaupt erlaubt ist. Und im Allgemeinen nennt man das Polytop, aber im Zweidimensionalen kann man sich zum Beispiel so vorstellen, dass diese Nebenbedingungen einfach so Halbebenen definieren. Also Sie haben ja irgendwo eine Linie und alles, was links oder unten von der Linie ist, das sind erlaubte Lösungen.
Also hier gibt es 1, 2, 3 Nebenbedingungen. Also abgesehen davon, dass alles, das x und y, das ist der Lösungsvektor, dass das größer als 0 sein soll, größer gleich 0, gibt es halt die Nebenbedingungen, dass y kleiner gleich 6 sein soll, 2x minus y kleiner gleich 8. Das entspricht dann dieser Linie, auf die ich gerade zeige. Und alles, was links davon ist, ist sozusagen erlaubt. Und da gibt es noch eine dritte Nebenbedingung, das ist, dass x plus y kleiner gleich 8 ist. Das ist dann natürlich dann so eine Diagonale. Und die Nebenbedingungen müssen alle auf einmal gelten. Das heißt, die schneiden im Prinzip so einen ganzen Quadranten zu. Der Quadrant ist das, was allem x größer gleich 0 und y größer gleich 0 entspricht. Und den können Sie jetzt mit Ihren Nebenbedingungen so zuschneiden, dass Sie da so ein, naja, so ein Polygon rausschneiden. Das sind die erlaubten Lösungen. Das sind die, die definieren, was in Ihren Rucksack passt sozusagen. Und da kann man jetzt so eine Lösungsfunktion, die selber wieder eine Linie ist, das ist ja diese Zielfunktion f, die optimiert werden soll, die kann selber wieder als eine Gerade aufgefasst werden, je nachdem, also das ist einfach dieser Vektor c, und die wird so lange verschoben, bis sie eine optimale Lösung haben. Also eine optimale Lösung bedeutet, sie schieben diese Gerade, das ist letztlich der Wert, der dabei rauskommt, wenn sie c mit x multiplizieren, also diese Zielfunktion, dieses Zielfunktions-c mit dem eigentlichen Element x und y, was wir hier haben, mit der Eingabe oder mit dem Kandidaten, mit der Lösung. Wenn Sie das multiplizieren, kriegen Sie halt einen Zielfunktionswert raus. Das wäre dann der Profit in dem Fall. Und wenn Sie diese Linie verschieben, parallel zu dieser Steigung, dann kriegen Sie halt einen höheren oder niedrigeren Profit, je nachdem, wo Sie verschieben. Das heißt, was Sie eigentlich interessiert, ist die Lösung, die in diesem Polytop hier liegt und die diese Gerade hier schneidet oder die auf dieser Geraden liegt, wobei die Gerade dann möglichst weit nach oben verschoben werden soll. Also das ist natürlich nur ein Beispiel, dieses Bild. Das kann man auch im Mehrdimensionalen haben mit viel mehr Variablen. Okay, noch ein anderes Beispiel dafür, was man mit Optimierungsproblemen noch machen kann. Man kann auch kürzeste Wege berechnen. Das ist jetzt die Algorithmen, die wir für kürzeste Wege kennengelernt haben, die sind natürlich schon ein bisschen effizienter. Das heißt, die sind, man sollte jetzt vielleicht nicht so einen allgemeinen Blackbox-Optimierungslöser auf ein kürzeste Wege-Problem loslassen. Da können wir die Struktur besser ausnutzen. Aber als Beispiel ist es vielleicht ganz gut, mal zu sehen, dass man auch kürzeste Wege berechnen als Optimierungsproblem ausdrücken kann. Was wäre da die Zielfunktion, die wir maximieren wollen? Und das ist jetzt, da muss man vielleicht mal kurz reingucken. Die Zielfunktion ist einfach die Summe aller Distanzen, also dv ist die Distanz vom Startknoten zum Knoten v. Die Summe aller Distanzen soll möglichst groß werden, wobei die Randbedingungen gelten, also Startknoten zu Startknoten hat die Distanz 0. Und wenn ich von v zu w, nee, von, genau, wenn ich vom Startknoten zu w kommen will, dann ist das mindestens mal, oder dann kann ich das mindestens mal tun, indem ich vom Startknoten zu v gehe und dann eine Kante von v nach w nehme. Also c von v mal w sind die Kosten oder das Gewicht der Kante von v nach w. Was die zweite Bedingung sagt, ist, dass es keine zu langen Wege sind. Das heißt, dass die Wege in gewisser Weise diese Kanten sozusagen respektieren. Oder man folgt einer Kante, wenn sie einem was bringt. Das sagt die zweite Bedingung. Und was man tut, ist, man maximiert einfach die Distanz aller Knoten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil man irgendwas maximiert, wenn man über kürzeste Wege redet. Aber diese zweite Bedingung hier, die stellt schon sicher, dass man keine zu langen Wege läuft. Also man könnte auch überlegen, ob es vielleicht umgekehrt geht. Man minimiert irgendwas und berücksichtigt dabei diese Kanten. Das ist aber nicht so offensichtlich, wie man da berücksichtigt, dass also wie man diese zweite Bedingung halt sozusagen umgekehrt ausdrücken würde. Okay, noch ein Beispiel. Als Beispiel für ein Optimierungsproblem, also für ein lineares Programmierungsproblem genauer gesagt. Angenommen, Sie möchten Tierfutter kaufen und es gibt N Futtersorten und jede Futtersorte kostet halt einen bestimmten Betrag.
Was Sie natürlich tun wollen, ist, diesen Betrag zu minimieren. Und dann gibt es aber auch bestimmte Constraints. Sie wollen in Ihrem Futter halt bestimmte Bedingungen haben. Sie wollen die Anzahl der Kalorien vielleicht über einen bestimmten Wert halten, die Anzahl der Vitamine und Proteine. Und es gibt halt so bestimmte Constraints, also die im Wesentlichen sagen, die Tiere sollen auch was davon haben, die sollen auch irgendwie glücklich dabei sein oder zumindest mal nicht sterben, die ihnen da solche Constraints diktieren. Und dann können Sie x oder diesen Vektor x definieren als die zu einzukaufende Menge von der Sorte, von der Futtersorte xi. Und die können Sie dann halt so kombinieren. Und was dabei rauskommt, das ist wahrscheinlich, wenn Sie auf Kosten optimieren, nicht unbedingt das, was die Tiere am glücklichsten macht, aber das, was am billigsten ist und gerade noch so die Randbedingungen erfüllt. Das ist also vielleicht nicht unbedingt das, was man wirklich machen wollte, aber es gibt zumindest mal ein weiteres Beispiel für uns, was man tun könnte. Okay, dann gibt es vielleicht noch Dinge, die man verfeinern könnte. Und das, was man verfeinern könnte, führt eigentlich immer dazu, dass das Problem schwierig wird. Das heißt, sobald man obere Schranken ließen sich dann noch relativ gut einpflegen, aber sobald Sie so Dinge machen, wie zum Beispiel minimale Abnahmemengen oder ganzzahlige Mengen von bestimmten Produkten, wenn Sie die Anzahl der Heuballen haben wollen und die gibt es halt nur in ganzzahligen Mengen, dann wird das sehr schnell ein schwieriges Problem, das dann auch NP schwierig wird. Klar, und was gibt es dann noch für Dinge, die man noch haben könnte? Sie möchten vielleicht bestimmte Beschränkungen berücksichtigen. Sie haben eigenes Heu, aber davon nicht unendlich viel. Also da muss es natürlich auch Beschränkungen nach oben geben. Und wie gesagt, es gibt da so vielleicht so, naja, gewisse diskrete Dinge. Also Sie können dann vielleicht wenn Sie beim ersten Händler alles leer gekauft haben, dann müssen Sie zum zweiten Händler gehen, da wird es dann aber teurer, das zu transportieren. Also da gibt es dann noch Kostenfunktionen, die komisch wachsen. Und alles das macht es dann schwierig. Gut, grundsätzlich gilt, je nachdem, wie Sie das Problem formulieren, wenn Sie das Problem komisch formulieren, kommt auch Müll raus. Also wenn man es jetzt in der naivsten Weise so formuliert, wie ich es gerade gesagt habe, kriegen Sie da wirklich Futter raus, was halt die Tiere quasi minimal glücklich macht, aber was für sie dann möglichst billig ist. Und dann muss man halt zusehen, dass man das Problem auch vielleicht noch geeignet, vielleicht noch in die Kostenfunktion reinarbeitet, was man gerne für die Tiere hätte. Okay, zu diesen linearen Programmierungsproblemen, wie kann man die lösen? Es gibt heuristische Lösungen, die sind sehr schnell. Es gibt aber auch Lösungen, also das sind zum Beispiel, wenn Sie das mal gehört haben, Simplex-Algorithmen. Es gibt aber auch die Aussage, wenn wir es so definieren wie gerade eben, also nicht mit ganzzahligen Gewichten, sondern oder mit ganzzahligen Mengen, sondern mit Mengen, wo Sie auch sozusagen Bruchstücke kaufen können, dann kann man das beweisbar in polynomieller Zeit lösen. Das sieht nicht so schön aus. Man hat dann halt so einen Exponenten 3,5. N ist die Anzahl der Produkte, M ist die Anzahl der Constraints und dann hat man das Maximum davon hoch 3,5. Das ist nicht so schnell. Und tatsächlich gibt es halt heuristische Algorithmen, die das viel, viel schneller machen. Also die lernt man dann auch in Operations Research. Und es gibt auch fertige Pakete, mit denen man das braucht man nicht neu erfinden, sondern es gibt fertige Pakete, die man kaufen kann oder runterladen kann, mit denen man sowas lösen kann. Und die wichtige Botschaft ist da, man kann einfach versuchen, sein Problem abzubilden auf irgendein viel allgemeineres Problem und das dann mit Standardtechniken lösen. Also hier kann man das, hier ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Was schwieriger ist, ist ganzzahlige lineare Programmierung. Also ich habe es ja schon angedeutet, sobald solche Verfeinerungen da auftreten, wie man muss jetzt sich entscheiden für 0 oder 1 für die Abnahmemenge. Also zum Beispiel für unser Rucksackproblem wäre dann xi in 0 oder 1. Man kann es entweder mitnehmen oder nicht. Man kann nicht so ein halbes Element mitnehmen. Dann wird es schwer. Dann nennt man das Integer Linear Programming und
Oder Mixed Integer Linear Programming, wenn einige Variablen ganzzahlig sind, sein müssen und andere können beliebig sein, dann wird es im Allgemeinen schwierig. Also zunächst mal zur Benennung, wir nennen das ELP für Integer Linear Programming oder MELP für Mixed Integer Linear Programming, je nachdem, ob es halt für alle Variablen eine Ganzzahligkeitsbedingung gelten muss oder nur für einige. Ich hatte es ja schon angedeutet, das Rucksackproblem ist ein Beispiel dafür. Und hier haben wir diese XIs, die einfach angeben, ob ein bestimmtes Element, das IT-Element, mitgenommen wird oder nicht. Und genau, 0-1-Variablen, man kann auch letztlich alles dann irgendwie in 0-1-Variablen ausdrücken, oder also zumindest in vielen Fällen kann man alles durch 0-1-Variablen ausdrücken in solchen Integer-Linear-Programming-Aufgaben und auch mit 0-1-Variablen ist es schon ein schwieriges Problem. Also hier, wie gesagt, XI gibt einfach an, ob das IT-Element mitgenommen wird und das heißt, dieser Bitvektor kann dann direkt mit einem Gewichts- und mit einem Kostenvektor reduziert werden und das ergibt uns dann die Aussage, dass das nicht zu schwer sein darf, also der Gewichtsvektor mal dem Vektor, der sagt, was mitgenommen werden darf, muss kleiner gleich m sein und man möchte diesen Profitvektor p mit x multipliziert, den möchte man maximieren. Okay. Genau. Mit diesen Integer Linear Programming Problemen würde ich gerne noch fertig werden. Und das bedeutet, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, die sind im Allgemeinen NP schwer. Und haben aber noch ein paar positive Eigenschaften. Also die positiven Eigenschaften sind vor allem, dass man damit, also es ist zwar NP schwer, das bedeutet aber auch, man kann damit unheimlich viel machen. Also man kann letzten Endes jedes Problem in NP drauf abbilden. Das ist auch die positive Variante sozusagen von NP-Schwierigkeit. Und heuristisch gibt es da auch gute Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen. Also es gibt tatsächlich auch Problemlöser, die in gewissen Fällen beweisbar schnell funktionieren. Da gibt es dann einen schönen Zusammenhang mit Gitterreduktion, also mit mathematischen Gittern. Mit denen kann man da ziemlich viel machen und es gibt auch einfach noch heuristischere Methoden, die einfach gut zu funktionieren scheinen. Und wie gesagt, es gibt ausgefeilte Softwarepakete. Gut, ich gucke gerade nochmal auf der nächsten Folie. Nee. Das wäre alles, was ich für heute sagen wollte. Also wir sind jetzt mit den Integer-Linear-Programmings oder mit den Integer-Linearen Programmen fertig. Würden dann das nächste Mal gucken, was es noch für Möglichkeiten gibt, Optimierungsprobleme zu lösen. Das wäre jetzt eine generische Möglichkeit, die einfach als lineares Programm darzustellen. Gibt es dazu Fragen? Okay, wenn nicht, dann sehen wir uns Mittwoch wieder.